wir haben einen neuen Dörrautomaten von der Firma Gastroback, den wir euch heute mal vorstellen möchten. Ich möchte demnächst mehr von unserem Obst und Gemüse dörren, weil man nicht so viel einkochen kann oder einkochen mir mehr Arbeit macht als dörren, habe ich mir gedacht. Und man kann dann schön Kräuter trocknen und Obst trocknen und was weiß ich alles. Wir haben da eine Bedienungsanleitung auf Deutsch mit bei und natürlich auch noch eine in verschiedenen anderen Sprachen. Wir haben hier für Müsli solche Formen, dass man sich auch Müsli-Riegel selber machen kann. Finde ich eine coole Sache, muss ich unbedingt mal ausprobieren. Und dieses Dörrgerät ist ja in verschiedenen Stationen aufgebaut. Wir haben hier oben diesen Deckel und da sind oben drin Luftlöcher hier so, damit die Luft oder der Dampf absteigen, rausgehen kann. Wenn er aufgestiegen ist, kann er eben verschwinden. Also die Feuchtigkeit kann dann raus. Dann seht ihr hier die Trockenböden. Davon gibt es 6 Stück, die man übereinander stapeln kann. Also ist eine ganze Menge Platz, was man da nutzen kann. Wir haben ja immer hier diese große Fläche. Die Fläche ist ungefähr 32 mal 25. Also da passt schon eine ganze Menge drauf. Und hier unten haben wir dann die Gerätebasis. Und bevor man das in Betrieb nimmt, soll man hier unten mal alles auswaschen, auch die ganzen Platten abwaschen, von Staub befreien. Hier hat sich jetzt von der Lagerung auch Staub gesammelt. Das soll man einfach mit einem feuchten Tuch machen und das mache ich jetzt einfach mal. So, ich habe mir dann jetzt hier einfach ein Mikrofasertuch genommen und dann wischt man einfach bloß mal die Basis ab. Dann geht das eigentlich alles raus. Dann nimmt man sich noch ein trockenes Tuch, so ein tolles Mikrofasertuch, habe ich hier auch wieder, was alles ruckizucki trocken macht. Und dann hat man alle Reste, die sich da jetzt irgendwie gesammelt haben, von Staub oder was auch immer, raus. Und dann ist die Basis sauber. Und diese Teile hier, die wasche ich einfach mal unter fließendem Wasser ab. So, ich habe das Gerät dann jetzt einmal abgewaschen und wieder getrocknet. Dann lässt man das am besten noch ein bisschen stehen, damit alles durchtrocknen kann. Ich habe jetzt mal den Strom eingestöpselt. Jetzt sieht man hier so das Bedienfeld. Hier ist dann der Knopf, wo man zwischen Temperatur und Zeit hin und her schwenken kann. Jetzt gucken wir mal, das sind jetzt hier die Stunden. Die Gradzahl sehe ich jetzt hier unten gerade. Oh, das ist ja so. Hier unten sieht man die Gradzahl. Das geht nur bis 53 Grad. Ne, geht noch weiter. 60 bis 69 Grad und dann fängt es bei 10 Grad wieder an. Wir werden meistens bei 40, 42 Grad, 42 Grad. Kann man das sehen da unten? Das ist so niedrig. Also ganz oben rechts in der Ecke ist jedenfalls die Temperaturanzeige. Das ist ja ganz schwer einzufangen. So, wenn man hier auf Set drückt, dann wechselt das zwischen Temperatur, das blinkt dann hier oben in der Ecke, oder eben Stundenzahl. Und da kann man eben auch mit Hilfe des Knopfes jetzt hier drücken. Ich denke mal, ich brauche 12 Stunden bei 42 Grad. Aber vielleicht mal ich plus 40 Grad, damit die Aromen und alles erhalten bleibt. So, dann haben wir das alles eingestellt. Fertig. Und wenn wir hier Start und Stopp drücken, geht das an. Jetzt muss natürlich erstmal wieder Stopp, weil wir ja gar nicht anfangen wollen, noch nicht. So, jetzt haben wir das wieder ausgeschalten. Es ist eigentlich gar nicht viel dran, was man beachten muss an dem Gerät. Einfach nur an, aus. Start und Stopp oder eben Temperatur und Stundenzahl eben wählen. Mehr kannst du ja nicht verkehrt machen. Und dann kann man verschiedene Sachen dörren. Und das werden wir euch jetzt mal im Laufe des Videos zeigen, was wir damit alles so verschiedene Sachen dörren.
Man kann natürlich in diesem Dörrautomaten ganz lecker Obst dürren. Ich habe jetzt hier unten mal Erdbeeren drin, oben ein bisschen Mango. Und einschalten ist ja ganz einfach. Dann stelle ich meinen Dörrautomaten jetzt ein. Ich habe hier 50 Grad eingestellt. 6 Stunden sind schon vorinstalliert. Man kann jetzt hier mit Z, kann man jetzt hier die Temperatur, dann kann man hier drehen, wie viel Temperatur man haben will. Ich habe das jetzt bei 50 Grad. Und die Stunden kann man 6, also man kann da 48 Stunden einstellen. Ich mache einfach mal 8, weil die wirklich saftig sind. Und dann einfach bloß Start. Und dann geht es los und ist relativ leise. Also macht fast gar keine Geräusche. Also. So, und das kann jetzt hier 8 Stunden vor sich hin dümmern. Suppen trocknen. So, und am Ende sehen dann die Erdbeerchips so aus. Und das Erdbeerpulver, was man machen kann, wenn man das schön püriert. Dann haben wir hier so ein Erdbeerpulver, was man schön zum Backen nehmen kann. Und die Erdbeerchips hier, die kann man so einfach schön essen. Mhm. Lecker. Ihr könnt natürlich in dem Dörrautomaten auch Gemüse dörren. Ich habe jetzt hier, wie heißen die, die große Knolle, Sellerieknolle. Ich habe da ein bisschen Stängel und Blätter davon drin. Hier das Grüne, was da drin ist. Ich habe da Möhrchen mit drin. Und dann wird das einfach geschreddert als Gemüsepulver. Ist eine coole Sache, was man damit machen kann. So, ich habe dann jetzt meine Brühe fertig, mein Brühpulver. Das sieht jetzt so aus. Diese Gitter von dem Gerät kann man jetzt einmal so stellen, dass die ganz dicht übereinander sind. Und wenn man das Ganze einmal dreht um 180 Grad, dann ist der Abstand zwischen den Gittern höher. Das ist eine coole Sache. Kann man immer die Höhe einstellen. Und das sieht man halt, wenn die hier übereinander stehen, dann ist es hoch. Und wenn sie nebeneinander, dann ist es tiefer gesetzt. Was das alles sieht. Ja. Wir haben jetzt zwischenzeitlich in dem Dörrautomaten auch noch Kräuter getrocknet. Da haben wir jetzt ein Video gemacht, wie wir Zitronenmelisse und Schokoladen. Nee, Zitronen. Ja, Zitronenmelisse und Schokoladen. Minze, so heißt das. Getrocknet haben. Da war das Glas so ziemlich dreiviertel voll. Dann haben wir noch Brennnessel und Giersch getrocknet. Das habe ich dann mit reingemacht und ich hatte zuerst die Blätter ein bisschen größer gelassen, habe das dann einfach durcheinander gemischt, damit wir eine schöne Teemischung haben für einen Herbst oder Winter. Und je mehr man das mischt und zerbröckelt, desto weniger wird das natürlich. Wir werden noch ein paar Mal dörren, weil wir noch Kräuter im Garten haben. Bis zum Winter hoffe ich, dass das Glas voll wird, dass wir dann auch im Winter schön unseren Tee trinken können, weil das wirklich lecker ist. Dann haben wir uns Knoblauchsalz selber gemacht. Die gelben Teilchen da, das ist Knoblauch und das andere ist eben grobes Meersalz. Haben wir alles schön klein gemixt und dann hier drin getrocknet, also gedörrt. Ist eine tolle Sache. Ihr könnt euch da Bärlauchsalz machen. Da haben wir hier oben. Das hatten wir aber damals noch im Backofen gemacht. Das braucht natürlich viel mehr Strom, wenn man das im Backofen macht. Deswegen wollte ich es da nicht mehr machen. Und was wichtig ist, wie viel Strom verbraucht das Teil. Wir hatten ja nur schon ein paar Videos gemacht. Da wurde dann immer gefragt, wie viel Strom hat man denn jetzt verbraucht in 10 Stunden, wenn man 10 Stunden dörren lässt. Das Teil ist ja bloß ein kleines Gerät. Das hat einen Verbrauch von 220 bis 260 Watt, je nachdem, wie hoch man die Temperatur stellt. Und dann sind das bei 10 Stunden bei 40 Grad eben nur 2,2 Kilowattstunden. Also hast du ungefähr 1 Euro verbraucht. Also das ist nicht hoch. So ein kleines Gerät rechnet sich dann schon. Ein großes Gerät braucht dann natürlich ein bisschen mehr Strom. Das zeigen wir euch demnächst mal. Ein größeres Gerät, weil wer mit dem kleinen Gerät anfängt, sagt irgendwann, ich brauche dann doch ein größeres. Obwohl das kleine Gerät eigentlich ausreichend ist. Und man kann das irgendwo schön hinstellen. Also das ist wirklich ein schönes Teil, was seine Arbeit tut. Gut, wenn man einen riesengroßen Garten hat, ist das vielleicht was anderes. Aber der Kleine tut seine Arbeit. Ich finde ihn klasse. Bleibt also weiterhin neugierig. Schaut wieder bei uns rein. Denn wir zeigen euch immer wieder die neuesten und tollsten Sachen, die wir finden oder machen. Ach so? Hm?